So, auch wenn die Herzen immer noch am Schlagen sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Exer Eisfeldes Leipzig gegen die Black Dragons Erfurt. Mit einem Sieg für die Exer Eisfeldes 5:4 gewinnt das Heimteam hier. Herzlich willkommen, Fred Carroll. Und natürlich an dich auch die ersten Worte nach dem Spiel. Well, guten Abend. Ich denke, wir haben für 58 Minuten sehr gutes Eishockeyspiel gesehen. Ich suche keine Unterstützung, aber ich denke, ich fühle mich, die Mannschaft auch ein bisschen verarscht. Da schießt die Scheibe raus mit 2 Minuten zu gehen, der Verteidiger Stolper, das ist nie und nimmer eine Reise. Das ist einfach eine Frechheit, aber so ist es halt. Aber trotzdem, Glückwunsch an Sven, die haben das Ding gewonnen. Meine Mannschaft hat, wie gesagt, super gespielt. Leider am Ende fehlt vielleicht ein bisschen Kraft, aber wenn man sitzt die letzten 7, 8 Minuten in der Strafbank und die letzten, man hat gesehen, die letzten paar Minuten, 5:3, musste ich sein, T-Shirt so ein bisschen spitzen, nur zeigen, das hat er heute nicht gemacht. Aber so ist, muss man das leben und am Freitag geht es weiter. Rückspiel schon wieder bei euch in Erfurt zu Gast. Das heißt, spielerisch die 58 Minuten, die es davor gab, bist du zufrieden mit deinen Jungs oder möchtest du jetzt im Training vorher noch mal was verändern, bevor es am Freitag wieder gegen den gleichen Gegner geht? Wir haben sowieso nur 15 Spieler und wir wissen, was die machen, wir wissen, was uns machen. Wir wollen noch ein bisschen auslaufen morgen und ein bisschen quatschen. Gut, Sven, machst du das Gleiche morgen im Training, beziehungsweise erstmal deine Einschätzung zum Spiel? Hallo zusammen, danke Freddy. Einschätzung zum Spiel, wir machen uns das Leben immer noch sehr, sehr schwer. Gefühlt haben wir sehr viel mehr Punktbesitz heute gehabt und haben auch ein paar gute Chancen rausgespielt, aber wir sind immer ein bisschen zu nachlässig, wenn der Gegner die Scheibe gewinnt. Das Umschalten von der Offensive in die Defensive, das passt mir immer noch nicht. Da müssen wir noch arbeiten. Was ganz wichtig war am Anfang vom zweiten Drittel, dass wir das Unterzahl sehr, sehr gut gespielt haben. Und ja, dann gehst du mit der Führung ins letzte Drittel rein, machst bei 4:4 einen Fehler, den du nicht machen darfst, Ausgleich, dann bist du in Unterzahl. Das Unterzahl war halt wirklich ganz, ganz schlecht gespielt. Da waren 2, 3 Situationen dabei, wo Erfurt schon hätte ein Tor machen können. Dann machen sie es auch und sind da auch zur rechten Führung gegangen. Was mir immer noch gefällt, ist die Laufarbeit und die Moral, die die Truppe zeigt. Die Stimmung an der Bande und in der Kabine, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt in der Liga keinen einzigen Gegner, den du einfach so schlagen kannst. Und wir wissen auch, ich habe das vorher schon gesagt, Erfurt hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben im Sommer sehr gute Entscheidungen getroffen und sich sehr gut ergänzt und von daher, oder verstärkt, von daher wussten wir, dass das eine harte Sache wird, dass das ein intensives Spiel wird und ja, wir haben oft genug hier gestanden und haben schon Fragen zu den Schiedsrichtern unbeantwortet gelassen. Wir nehmen das heute mal so, haben das dann am Ende glücklich gewonnen. Auch da, das Überzahl hat gar nicht funktioniert bis zu dem Augenblick. Und ja, wir nehmen die 3 Punkte und sind damit sehr, sehr glücklich. Jetzt ist es nicht das erste Spiel, was nochmal in den letzten 2 Minuten oder eigentlich in der letzten Minute so unglaublich spannend war. Jetzt von unserer Seite, ganz viele haben ja auch gesagt, wir müssen eigentlich das Spiel gar nicht schauen, wir müssen eigentlich bloß die letzten 5 Minuten kommen, dann würden wir auch alles zu sehen bekommen, was ein Eishockeyspiel braucht. Ist das so ein bisschen der Druck, der dann drin ist, oder woran liegt das, dass das immer hinten raus dann nochmal so krass wird? Solange es positiv krass wird, finde ich das ja in Ordnung. Ja, wir haben bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen eine wirklich junge Mannschaft und die schaffen es noch nicht, wir schaffen es noch nicht, dass wir konstant auf 60 Minuten auf einem Niveau spielen. Wir sind immer wieder sehr, sehr gute Wechsel und sehr gute Phasen dabei, wo man denkt, jawohl, jetzt haben sie es. Und dann kommt wieder irgendwas, was das Ganze ein bisschen durcheinander bringt. Und da müssen wir dran arbeiten, an der Konstanz. Und ja, an dieser mentalen Stärke, einfach 60 Minuten lang das gleiche Eishockey zu spielen. Wie gesagt, ich bin heute zufrieden. Und um die Frage davor noch zu beantworten,
wir werden auch nicht alles durcheinander schmeißen. Ich glaube, so viele Optionen haben wir auch nicht, was wir verändern können. Wir müssen hart arbeiten, jeden Tag hart arbeiten, das ist wichtig. Jeden Tag auch im Training wirklich hart arbeiten. Und ja, werden uns darauf vorbereiten, auch in Erfurt wieder 60 Minuten lang kämpfen und arbeiten zu müssen. Gut, dann machen wir das doch. Gibt es Fragen seitens der Presse? Die schütteln den Kopf. Dann sehen wir uns am Sonntag noch einmal hier am 4.11. gegen die Füchse Duisburg, bevor es dann in die Länderspielpause geht. Euch natürlich eine gute Heimfahrt. Wir sehen uns am Freitag in Erfurt. Euch ein gutes Training bis zum Freitag und Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dann, tschüss.